Wir gestalten die digitalen Schnittstellen zwischen dem Fahrzeug und dem Kunden. Das heißt, all das, was auf den Displays im Fahrzeug zu sehen ist. Primär geht es im Interface eigentlich darum, Informationen und Funktionen im Fahrzeug verständlich darzustellen und bedienbar zu machen. Seitdem die Kombi-Instrumente digital programmiert werden können, eröffnet es uns Designern natürlich den größtmöglichen Spielraum. Das heißt, wir können uns eigentlich austoben, wie wir möchten, und das ist das Spannende daran. Bei dem Zeiger, den wir im Kombi verwenden, sieht man ganz schön diesen Spagat zwischen Tradition und Moderne. Wir orientieren uns an dem analogen Zeiger, den wir aus den früheren Kombi-Instrumenten kennen. Gleichzeitig versuchen wir aber auch alle digitalen Möglichkeiten, die wir haben, voll auszureizen. Das heißt, man kann den Zeiger ein- und ausblenden beim Aufstart, man kann ihn schön inszenieren, man kann theoretisch mit Lupeneffekten arbeiten, man hat ganz andere Möglichkeiten, wenn er digital ist. Ein M-Design unterscheidet sich zu der Marke BMW dadurch, dass sie viel progressiver ist und maximal sportlich sein soll. Das heißt, wenn der Fahrer vor einem M-Fahrzeug steht und diese ganze Sportlichkeit sieht, möchte er diese natürlich auch im Fahrzeug wiederfinden. Das, was am meisten Spaß gemacht hat beim Interface bei M, ist, dass es das allererste Interface war. Das heißt, wir konnten uns erstmal überlegen und austoben, was wir da alles machen können.